geht es direkt für mich weiter. Mit dem Fallout? So. Oh, fick. Oh, fick. Nein. Nein, nicht laden. Mods geladen. Ich will speichern, gell? Lass du das weicht. Spiel. Ich glaub's nicht. Hätte nie gedacht, dass der Sarge nach hier unten ist. Keine Sorge, er gehört zu uns. Wo sind die denn nur hin? Keine Sorge, er gehört zu uns. Bei mir glaube ich das nicht. Ah! Okay. Okay, warte. Ich habe gerade. Sarge! Gönn dir doch erstmal die Frauen, bevor du zu mir kommst. Unbeschädigt bin. Hier, Sarge. Hengbum. Aha. Guck mal, ich ziele hier hin und schmeiß aber doch ziemlich oder ein gutes Stück weit links. Ne? Ich gebe ihm einfach die Granaten rein. Ah, wisst ihr was? Wir können mal Impulsgranaten nehmen. Die sind, glaube ich, noch krasser für ihn. Als Robocock. Alarm! So, mal gucken, was er noch hat. Ja, moin. Da ist er ja fast gedownt. Oh, fick. Oh! Wow! Mal gucken, was er noch hat. Er kommt einfach voll auf mich angefahren, der Wahnsinnige. So, jetzt sind wir auch wieder ein bisschen leichter geworden, ne? Weil wir einiges, wir wiegen 16 Kilometer oder so, weil wir einiges verworfen haben. Aber wir haben ja viel Scheiße aufgehoben, ne? Zusätzlich. Naja, ist klar, ist klar, ist klar. Das war hart. Ich penne mal kurz. Obwohl wir essen müssten, damit wir endlich leichter werden. Was ist denn hier? Nur Dreck. Krass, Alter. Raketenwerfer oder was? Das Ding. Verpackung. Mal sehen. Das Passwort wusste ich mal. Eins auf dem Land? Nein, das war's nicht. Komm. Aldi. Für das Commonwealth. Verdammt. Das ist so lange her. Ja, gell, schlimm. Wirklich schlimm, ne? Vereint stehen wir. Ah! Ja, das war's. Warte kurz, nicht, dass hier irgendwas. Shit, da liegt jemand. Ist das der Colonel? Plasmakartusche! Hat er auch eine Plasmawaffe? Nee, Peso. Wir nehmen mal den Armadillo-Kram-Bums mit. Das erklärt die ganzen Minen. Das ist. War General McGann. Er hatte deinen Job, als ich damals beigetreten bin. Okay. Muss hier unten festgesessen haben, als die Meeresbiester die Burg angegriffen haben. Ja, aber ja. Immerhin hat er dafür gesorgt, dass die Waffenkammer sicher geblieben ist. Schätze, die Uniform gehört jetzt dir, wenn du sie haben willst. Ja, die Knacker braucht sie nicht mehr. Ruhe in Frieden. Ich nehme sie mal mit, aber. Oh, Gott, ist der abgemagert. Aber die Minutemen bestehen weiter. Ja, wahrscheinlich hungert hier unten, ne? Dann ist es da drüben wahrscheinlich die Waffenkammer und nicht wegen einer Sache sentimental zu werden. Blablabla. Wir gucken mal. Benutzeraufzeichnungen. Angriff in der Nacht. Letzte Nacht wurde ich gegen 200 von einem Schlag geweckt, der die ganze Burg erzittern ließ. Leutnant Foster hat berichtet, dass eine riesige Kreatur die westlichen Mauern durchgebrochen hat. Wahrscheinlich diese Königin. Ich habe ihn gebeten, per Funk Verstärkung zu rufen, während ich durch die Tunnel ging, um die Waffenkammer zu verschließen. Kurz darauf brachte ein weiterer Schlag den einzigen anderen Ausgang aus dem Tunnel zum Einstürzen. Eigentlich ist es nur ein Behemoth. Eigentlich ist es nur ein Behemoth, diese großen Mutanten. In der Lage, solchen Schaden anzurichten. Falls aber Supermutanten in den Hof eingedrungen sind, darf ich nicht riskieren, dass die Artillerie ihnen in die Hände fällt. Ich kann jetzt nur für gute Verteidigung sorgen und darauf warten, dass mich jemand ausgräbt. Bitte, meine Position verstärkt. Wir haben den Kampf eindeutig verloren. Ich habe etwas gegen die Panzertür hämmern hören, doch bevor die Tür nachgibt, werden die Wände einstürzen. Für den Fall, dass jemand versucht, den Schutt vor meinem Quartier wegzuräumen, habe ich alles an Verteidigung aktiviert, was hier unten zu finden war. Mir behagt es nicht, dass Supermutanten unsere Artillerie gegen hilflose Siedlungen einsetzen könnten. Mir geht zwar
langsam das Wasser aus, aber ich hoffe, dass sich die Überlebenden neu formieren und rechtzeitig einen Gegenangriff durchführen werden. Letzter Eintrag. Das ist wahrscheinlich mein letzter Eintrag. Meine Vorräte sind aufgebraucht und ich habe jegliche Hoffnung auf Rettung verloren. Das Einzige, was noch übrig ist, ist eine alte Kiste Wein, die ich gefunden habe. Ich weiß, dass der Wein die Dehydrierung verstärken wird, aber mir ist es lieber, dem Tod mit einem guten Tropfen zuzuprosten. General McGann, Commonwealth Minuteman. Wahnsinn, oder? Überleg mal, der ist auch voll am Verhungern. Und schüttet sich dann zu. Tür schließen? Nee, wir lassen die Tür mal schön offen. Komm, wir sind fast durch. Ja, komm, wir sind fast durch. Ich erinnere mich, ich glaube, wenn wir die Burg richtig aufgeschniedelt haben, können wir von der Burg aus Artillerieschläge anfordern. Auf Stellungen, die nah genug sind. Oder vielleicht werden dann diese Teile wieder wichtig, diese Satellitenstationen. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall können wir dann ordentlich Batsch-Bum-Peng machen. Ich glaube, wir bekommen dann eine neue Pistole, um diese Lichter abzuschießen. Und ja. Das können wir hier aufmachen. Oh ja, das ist direkt der Eingang, der eben versperrt war. Okay, sehr schön, sehr schön. Okay. Ich gehe zuerst rein. Pinti! Das nehme alles ich, du riechst es nicht. Lasermusketen, Stufe 4. Ja, geil! Ja, moin! Das gehört alles schon mir. Du bekommst gar nichts davon ab, weil du eine alte Schabracke bist. Was aber dumm, dann werde ich doch so fett. Egal. Baseballgranate, was? Ist noch intakt. Na, gleich nicht mehr. Alles, was wir brauchen. Das Ding ist besser erhalten als erwartet. Strahl. Baupläne für Artillerie. Das gehört schon mir. Das gehört alles mir. Zufällig gehört das alles schon mir. Geh bloß weg von meinem Scheiß, Fatman. Fass mich nicht an. Ah, das sind... Ah, diese Tesla-Bögen. Die haben diese gelben Dinger verloren. Wahrscheinlich haben wir die... Oder habe ich die aus Versehen mit den Minen gesprengt. So, und schon ist leer. Das hat ja gar nichts gebracht. Artillerie? Große, dicke Kanonen. Kilometer weit entfernte Gegner wegpusten. Klingelt's da? Ja. Ein bisschen schon. Warte kurz. Das gehört auch noch mir, alte Frau. Geh weg. Dieser Mann, mein. Schieß mein. Die Scheißwaffen kannst du selbst haben. Wir haben Mods für die. Das müssen wir an einem Mod-Tisch machen. So, was können wir jetzt noch? Scheint, als hättest du alles, was wir brauchen. Sobald du die Artillerie gebaut hast, machen wir ein paar Probeschüsse, um sie zu kalibrieren. Dann bauen wir das Ding mal, oder? Bauen wir so mal Luft durch die Artillerie, aber wohin? Die Musik nervt ein bisschen. Hoffentlich gibt es keinen Treffer, die ist ganz schön laut. Sind da hinten? Oh, da fällt... Könnt ihr euch, ich glaube, bei Fallout 3 an Little Lamplight erinnern? Diese Stadt, die nur von Kindern regiert wurde. In einem Bunker. Das war ziemlich nice. So, Spezial. Artillerie. Wir bauen die Artillerie mal... Also, ich glaube, Land ist eher in die Richtung. Wobei man das, glaube ich, komplett drehen kann. Hier machen wir mal eine hin. Dann machen wir hier auch mal eine hin. Ja. Reichen drei erstmal? Ich glaube schon, oder? Oder muss ich alles komplett voll bauen mit Artillerie? Kann irgendwie hinkommen. Es wird zumindest hier gerade nicht abgebrochen. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass ich so viel Artillerie baue. Ich muss doch meinen Scheiß behalten. Das ist doch wichtig. Also unsere Ressourcen. Ressourcen! Jetzt aber gut. Jetzt ist aber gut. Was steht in der Aufgabe drin? Ah, und weise jemanden der Bedienung zu. Du machst die Bedienung, alte Frau. Du hast nichts zu tun, ne? Die kann ich nicht anweisen, shit. Wir haben hier 6 Leute. Da muss doch jemand... Wo sind die denn alle? Auf dem Dach oder was? Chillen die hier rum? Ich hätte die Artillerie hier oben drauf stellen sollen, oder? Guck mal, da unten steht doch... Das macht irgendwie mehr Sinn. Ach. Na gut, doch, die eine stelle ich jetzt da hoch, einfach weil es cool aussieht. Ich glaube, für die anderen gab es keine... Plätze, oder? Bin mir nicht sicher. Wahrscheinlich war das voll unnötig, so viele Artillerie-Dinger zu bauen. Kann das sein? Oh, no. Da passt auch noch eine rein. Machen wir es halt direkt richtig. Ist in Ordnung. Regt euch nicht auf. Alle schreien sie. Macht das gescheit. Wie sieht das aus?
Seid ihr jetzt zufrieden? So. Ich benötige ein paar Leute. Sehr gut. Minuteman, hör mal zu. Du. Wer ist nun diese Atrilili? Atrilili, ich hatte früher einen Kumpel, der hat Atrilili gesagt. Das ist immer so ein kleiner Running Gag. Sicher. Der, glaube ich, erklärt werden muss, sonst denkt er, ich bin behindert. Artillerie. Und er sagte immer Atrilili bei Battlefield. Die Atrilili schießt. Schnell, wir müssen irgendwie uns verstecken. Aktenschrank. Für die ganzen Akten, die hier lagern. Schon sehr wichtig, ne? Sehr wichtig. Wir machen noch ein paar Betten rein. Warte. Betten. Na. Eins reicht eigentlich schon. Aber ich mache einfach noch eins dahin. Dann haben wir hier auch direkt den Schlafsaal. Das heißt, hier finden wir auch immer alle. Das ist gut. So. Energie brauchen wir noch. Labert nicht. Das ist eine verdammte Lüge, dass wir Energie brauchen. Ihr hört Radio Freedom, eure Mutter. Es liegen keine Meldungen vor. Sind die jetzt alle... Die sind alle unbeaufsichtigt, ne? Wo pennen denn die anderen Leute? Wo knacken die? Scheiße, noch weg. Das verstehe ich nicht ganz. Oder waren hier ganz... Ah, stimmt, hinten war auch nochmal ein Schlafsaal. Genau in der anderen, am anderen Ende der ganzen Chose, da drüben. Da muss dann auch jemand hin. Guck mal hier, du? Ah, du bist ein Futtermensch. Okay, ist erledigt. Hier drüben schläft der Rest, oder? Die Waschräume. Da ist ja Seife. Ach, schön. Wo sind diese 6 Leute? Die hier angeblich... Kann ich das hier wegmachen? Nee. Die hier angeblich wohnen. 6 Leute am Arsch. Das kann doch nicht wahr sein. Wo sind... Müsste doch irgendwo sein. Schlurfe die oder was? Kann man da oben auch noch eine Artillerie hinbauen? Ja, bestimmt. Ist auch nochmal so ein Loch. Ajo, ajo. Ah, ihr bewacht hier oben. Ah, die sind vielleicht auch... Ja, die haben sich automatisch den Stellen zugewiesen. Okay, alles klar. Dann sind das eher alles Wachen. Dann passt das. So, dann sieht die ganze Chose ja mal ein bisschen besser aus, ne? Wenn die in diesen Dingern drin steht. Da vorne rechts war aber kein Loch, oder? Doch, da war auch noch ein Loch, ne? Dann kann ich es von hier sehen. Ja, da ist auch eins. Ha! Und da ist auch noch eins. Ja, optimal. Habe ich genau die richtige Menge gebaut. Ist ja auch ein Stange hier, die Burg. Ein super Ding. Ein super Ding. Ist halt ein bisschen angebröckelt hier, die Sache. Aber das macht nichts. So, jetzt noch die. Um da oben hinzugehen. Und dann haben wir alles erledigt. Das ist schön. Das ist sehr schön. Und dann sind wir hier ultra geschützt. Und können auch mal so einen Artillerie-Strike durchziehen. Ich laber die Truller gleich an. Und dann wissen wir Bescheid. So. Da kann die Bruderschaft mal gucken, wie der Hase läuft, wenn da die Dinger geflogen kommen. Die Grenade. Na, jetzt steht jemand hier rum. Leck mich doch. Warte, ist das vielleicht jemand, der zufällig frei ist? Ach. Fuck you, Sir. Hast du mal einen Augenblick? Mann, tut echt gut, hier wieder Artillerie zu sehen. Okay, es gibt nur einen Haken. Große Kanonen können nicht auf nahe Ziele schießen, aber ihre Reichweite ist beeindruckend. Hm. Deshalb haben wir die Rauchgranaten mitgenommen. Hm. Wirf eine der Granaten auf die bösen Jungs. Wenn wir Artillerie in Reichweite haben, bestätigen wir über Funk und feuern auf das mit Rauch markierte Ziel. Aber zuerst sollten wir ein paar Probeschüsse machen, damit wir später auch das treffen, was wir anvisiert haben. Siehst du das kleine Gebäude da drüben? Das nehmen wir als Zielpunkt. Stell dein Funkgerät auf die Frequenz von Radio Freedom ein, damit wir bestätigen. Radio Freedom. Können, dass wir bereit sind. Mhm. Gib mir mal die... Habe ich die Granaten schon? Hallo? Artilleriegranaten. Ah, da sind sie. Ja, moin. Ja, moin. Ich verstehe nicht ganz. Sie hat gesagt... Ja, ich kann dich hören. Wenn Artillerie in Reichweite ist, dann. Das finde ich irgendwie merkwürdig, weil die Artillerie ist ja nicht beweglich. Also, sie steht ja hier. Oder haben wir später... Oh Gott, wie geil sehen die Granaten aus. Oder haben wir hier später ein Schiff? Schießen die jetzt auch von hier? Das würde ich sehen. Ob die ausgerichtet werden. Ob die Animation kommt. Gut. Ja, bin ich. Ich will sehen, wie er schießt. Was ist das für ein Grafikfehler?
Wir wissen, ob man nur so ein provisorisches Bum 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 hört. Hallo. Ah! Nein! Die haben nie im Leben geschossen. Also die haben nie im Leben animiert geschossen. Los! Man hört die Geräusche auch direkt von hier, aber da... Okay, die hat noch nicht geschossen. Vom Sound her hat die noch nicht geschossen. Ich glaube, der Sound kommt generell immer von da. Krass! Leute, wie viel die abschießen. Das war's. Okay. Starker Tobak, oder? Wie viele Granaten habe ich jetzt? 9. Moin, ist ja sau wenig. Gib mir noch ein paar von den Dinger da. Hey du, I need grenades. Hi. Da wir die Waffenkammer zurückhaben, kannst du hier deine Vorräte auffüllen, wenn es mal eng wird. Brauchst du gerade was? Ja. Granaten. Gibt es Neuigkeiten? Du musst dir keine Sorgen machen. Blablabla, das wollte ich gar nicht wissen. Klar. Handeln, hat die vielleicht Granaten dabei? Sag mal, was du da hast. Das haben wir... Ah, das haben wir vorrätig. Ich kann bei ihr wirklich die Sachen einkaufen. Das heißt, hier oben müssten dann eigentlich die Artilleriegranaten stehen, aber sie stehen nicht da. Die werden eigentlich als Waffen geführt, ne? Ja. Die letzte Minute, was ist das? 211! Easy 2 Millimeter. Was ist das? Davon haben wir nichts. Leute, die macht ja Schaden ohne Ende. Ein Gehstock. Das ist wahrscheinlich ihre, ne? So wie die aussieht. Ja, ja. Aldifrado, Aldischabrack. Gut. Wir haben noch irgendeinen Scheiß dabei, gell? Fatman. Dann lege ich hier rein. Ich weiß nicht, ob ihr mir das jetzt schon bestätigt habt, dass ich überall drauf zugreifen kann. Ich kann es eigentlich auch testen. Aber es müsste eigentlich gehen. Hier müsste alles drin sein. Also überall alles drin sein. Kampfflinte. Das Killers. 10% Schaden, wenn du zielst. 68, 55. Scheißdreck. Okay. Jetzt sprechen wir mal mit dem Bruschten und sagen ihm, dass wir hier richtig fett geschisselt haben. Ich glaube, dann gibt es bestimmt noch was auf die Ohren von ihm. Also was Positives. Also gut gemacht, General. Du bist ja der General. Und trotzdem, guck mal nach den ganzen Siedlungen. Ich habe keine Zeit dafür, weil ich hier durch Sanctuary Hills spaziere. Den schicken wir dann auch mal direkt auf die Insel. Die gehen alle auf die Insel. Alle Mann. Allesamt. Wie viele sind da eigentlich schon? Müssen wir gleich nochmal reingucken. Auf die Islet. Spectacular Island. Spektakel. Gucken mal. Aha, 2. Ist ja nichts. Halt, jetzt kann ich kurz gucken. Ja, moin. Nehmen wir mit, aber die Waffen sind ja nicht drin, so wie ich es gehofft habe. Okay. Nach Gott, halt die Gosch. Zu Hause. Ich muss wirklich sagen, du hast das Blatt der Minutemen echt gewendet, General. Ich hätte nicht gedacht, dass ich es noch erlebe, dass die Minutemen wieder Artillerieunterstützung haben. Ja. Wir sollten zusehen, dass wir in allen unseren Siedlungen was Entsprechendes aufbauen, um die Abdeckung zu verbessern. Und Ronnie Shaw ist zurück. Sie ist wirklich was Besonderes, oder? Also, überall die Artillerie aufbauen? Was hältst du von ihr? Was hältst du von ihr? Die Leute mögen sie. Sie wirkt ziemlich abgebrüht, aber sie ist eine von den Guten. Ich habe von Veteranen Geschichten über sie gehört, aber ich wusste nicht, dass sie noch am Leben ist. Die Tatsache, dass sie zu den Minutemen zurückgekehrt ist, bedeutet, dass wir es irgendwie richtig gemacht haben. Nicht wir, sondern ich habe das ganz sicher nicht nur irgendwie richtig gemacht. Das Überfallkommando der Supermutanten erledigt. Die werden keine Siedlung mehr angreifen. Schön zu hören. Ja. Schritt für Schritt werden wir das Commonwealth zu einem sicheren Ort für Leute machen, die einfach in Frieden leben wollen. Geld, bitte? Oder zumindest, genau. Exakt. Entschuldigung. Es gibt Probleme in einer unserer Siedlungen. Klingt, als hätten sie es mit Raider. Mach ich. Guck ich nach. Kann ich was für dich tun? Was kannst du machen? Was hast du dabei? Ich will ein paar Sachen. Na klar. Hast du ein paar Zellen dabei? Leuchtfackeln. Ja, moin. Lass es mich wissen, wenn ich sonst noch was für dich tun kann. Wir haben noch diese Rüstung jetzt von dem Holzkopf. Was? What the fuck, warte mal. 45 und 80! Fickt der mich gerade? Was hat denn unseres? Ach so, ja klar, wir haben aber auch den Vault-Anzug, den wir immer weiter pimmeln können. Na. Na. Na.
So, und wisst ihr was? Swiggledy, swiggledy, swoody, I'm coming for that booty. Ach, sag mal, ich meine, ich helfe ja gern, aber ständig haben sie Probleme? Sind es grundsätzlich Siedlungen, wo die Verteidigung auch niedrig ist? Kann das sein? Ach, statt Parsifal. Heißt der vielleicht Parsifal? Na, wir gucken mal kurz. Du. So, wo ist der Angriff? Seit wann gehen die Angriffe nur noch über diese Lava rein? Das kenne ich nicht. Sonst heißt es, wird irgendwo angegriffen, dann gehe ich da hin und dann ist der Angriff mitten am Start. Ich hoffe, du bist hier, um zu helfen. Ja. Ganz genau. Was für Probleme gibt's hier? Ein paar Raider haben uns bedroht und wollen. Jetzt, wo die Minutemen uns beschützen haben, sie schienen aber nicht allzu beeindruckt. Wir sind keine Soldaten. Mach ich. Aber wir haben nicht genug Verteidigungsanlagen. Da liegt es tatsächlich daran. Okay. So, ganz klar. Wir machen hier nochmal eine gemütliche Verteidigungsanlage auf dieses Vordach. Wir haben ja jetzt festgestellt vorhin, wie gut, oder in der letzten Folge, weiß ich nicht mehr genau, wie gut diese Geschütze wirken, wenn man cool ist. Ich glaube, wir nehmen einfach eine Treppe. So. Kann ich die irgendwie hier so hinfuchteln? Haha. Kann man hier trotzdem noch durch? Ja. Ha, ich liebe es, so perfekt zu bauen. Jetzt passt auf, wir machen hier direkt natürlich die volle Dröhnung rein. Wir machen hier oben so ein Hardcore-Geschütz. Da können wir nicht so viel von machen, egal. Schweres MG-Geschütz. Machen wir hier hin. Ich spüre schon die Problematik, ich kann sie spüren. Machen wir es halt so. Ja, das hat zu reichen. Get it on! Where are you? Little bitches. Ah. Aha. Wuhu! Raider Psycho. Yeah! Ja, da ist irgendwas. Das ist ein Angreifer. Hallo? Deswegen bin ich doch hier. Oh, das andere, wie es abgeht. Bop, 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 bop. Wie geil das aussieht. Nein, die sind nicht überall. Hallo? Ha, das war's schon. Gucken, was die an Munition dabei hatten. Sehr schön, sehr, sehr schön. Gott, was rennt denn hier vom... Wie so ein Schwein. Eins und zwei und der dritte liegt da oben. Nein, eine Blutfliege. Blutkäfer, Blutmücke. Weiß ich nicht, jetzt... der dritte ist weg. So, sehr, sehr schön. Aber dann würde ich doch gerne gleich... Ich wollte doch eigentlich den Ding... Wir haben es geschafft. Ich hatte Angst, dass es ein Fehler war, uns gegen diese Typen zu wehren. Aber die Minutemen waren für uns da. Das ist ein richtiger Drecksack. Das muss ich jetzt aber nicht nach dem... Ach Gott, das sage ich jetzt aber nicht. Nee, Preston, das reicht jetzt. Wie viele Leute wohnen hier? 7. Guck mal, ihr habt da schon zu wenig Wasser. Das heißt, jetzt ziehen wir mal eine Person ab, die nach Spectacle Island geht. Die brauchen wir doch nicht, die Tonne. Du, bewegen. Spektakuläre Insel. Bitteschön. Ja. So, ab mit dir. Und da gehen wir jetzt direkt hin, weil ich habe doch... Ich habe eine Sache im Kopf, die ich sehr gerne bauen will. Ist eigentlich alles versorgt? Jede Station, die wir haben? Ja. Eine Sache, die ich extrem gerne bauen will. Und zwar diesen Radentferner. Das ist mir dann doch irgendwie wichtig. Mich stört das einfach immer, diese blöde Radgeschichte da. Wir sind ja meistens, also wir haben ja nur ganz, ganz selten Momente, wo wir ja unbedingt Redaway nehmen müssen, weil wir sonst tot wären. Keine Probleme damit, Ärger zu finden, oder? Ja. Meistens kann ich nichts dafür. Hey, ich bewerte das gar nicht. Ganz ehrlich, es ist schön, Dinge mal nicht allein zu machen. Bei meiner Arbeit wird es schon mal ziemlich brenzlig. Ich wurde angeschossen, vergiftet, fast hingerichtet. Scheiße. Bis vor kurzem hieß der Knast in Diamond City noch Piper Suite. Ich würde sagen, alles für die Story. Okay. Jemand hat dich vergiftet? Was? Es war gerade erst losgegangen, da wurde ich schon vergiftet. Beim ersten Mal hatte ich nur einen Artikel über dieses Karawanenkartell veröffentlicht, das die Lebensmittelpreise in die Höhe trieb. Er kam gut an und es gab sogar einen Boykott ihrer Waren in der Stadt. Also wollte ich im Dugout Inn auf den Sieg einheben. Ich hatte schon einen Schluck genommen. Da merkte ich, dass was nicht stimmte. Vadim war nicht in der Bar. Das Bier schmeckte seltsam. Seltsamer als sonst. Ich fühlte mich ziemlich benommen.
Keine Ahnung, was das war, aber es musste raus. Ich schaue mich also um und da war der Destillierapparat. Ich kipp mir also einen selbstgebrannten rein. Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, ob das besser war, als an dem Gift zu sterben, aber es hat funktioniert. Als ich bewusstlos war, hat sich die Sicherheit den Barkeeper geschnappt. Er hat schließlich seine Bosse verraten und alle kamen in den Bau. Nice, nice, Päube. Du hast ein spannendes Leben geführt. Klar, aber ganz ehrlich, hier draußen mit dir habe ich das Gefühl, dass noch einiges möglich ist. Ärger bekommen, das machen Leute wie wir. Ich meine, wir sind hier draußen und begeben uns in Gefahr, damit die Leute im Commonwealth eine Chance auf ein besseres Leben haben. Nicht wegen Lob, Belohnungen oder Ehre, sondern weil es das Richtige ist. Ich wollte dir nur sagen, dass ich mich sehr freue, mit dabei zu sein. Piper, vielleicht können wir eine Runde flirten. Ich hätte es mir nicht anders gewünscht. Ich mag es, wenn du in der Nähe bist. Danke, Blue. Das ist unglaublich süß. Und kommt unerwartet. Also, willst du hier verschwinden? Na gut, Piper, hier ist ja in der Nähe ist ja so ein Bett. Nicht wahr? Hier drin ist es plötzlich verdammt still, Piper. Und schon hast du die Stimmung zerstört. Das ist eine Kanon. Das ist einfach eine Kanon. So. Leute. Nein, nicht die Roboterwerkbank. Was schlaber ich hier? Und zwar will ich das hier bauen. Wo ist dem? Hier, der. Dieser Bogen. Das ist mir irgendwie wichtig. Ich will nicht ständig die Redaway-Kacke, gerade für das Bissel, was wir da manchmal verstrahlt sind, nehmen. Sondern wir spawnen uns einfach hier hin, können da einmal durchlaufen, legen ja eh unsere Sachen ab. Aber wartet mal. Ah, Sachen ablegen. Ist ja da oben. Wir machen da noch so eine... Ich glaube, wir können eine Fußmatte irgendwo hinlegen und auf der spawnen wir dann immer, wenn wir dann Schnellreise hier hingehen. Das heißt, wir verschieben... Bin ich eigentlich im Baumenü, so kann ich doch besser rennen. Wir verschieben den Mittelpunkt der Stadt dann vielleicht doch nach da oben. Oder zumindest halt unseren Spawnpunkt. Und dann passt es. Und dann haben wir hier... Ich gucke erstmal kurz nach diesem... Ja, nach dieser Fußmatte. Das wäre blöd, wenn ich da jedes Mal hier hinrennen müsste. Das würde ich dann nicht wollen. Die Fußmatte ist... Ist die hier vorne bei Dekoration? Also... Matte. Und auf einmal bin ich mir nicht mehr sicher, ob das überhaupt so funktioniert, wie ich es mir vorstelle. Machen uns eine Waldstatue oder wie, so Shanny da. So ein Bix machen wir uns die. Guck mal da. Ach Gott, ist die sexy. Ach, scheiß drauf, wir machen es da vorne hin. Und das passt schon. Vielleicht kann ich auch die Dinge einfach dann verschieben, bei Bedarf. Die, ihr wisst schon. Die Station. Also die hinten, die Baustation meine ich jetzt. Ich kann da noch alles anpassen. So, also. Dann einmal dieser Bogen, bitte. Sonstiges. Zack. Schnell. So. Hier hin. Um etwas Energie zu sparen, holen wir einfach den Ding von da oben. Ach, wir sind reich. Wisst ihr was? Wir sind reich. Guck mal, wie viele Generatoren wir machen können. So. Und jetzt zeige ich euch mal was. Achtung. Aber wir sind jetzt halt nicht verstrahlt, aber egal. Dann kann man hier drauf drücken. Und ich weiß noch, auf der Xbox hat es dann immer geleckt. Ja, war es immer ein bisschen am Laggeln hier. Jetzt kann man hier durchlaufen, dann wieder ausmachen und schon wäre die Verstrahlung komplett gereinigt oder eben verschwunden. Und das finde ich irgendwie wichtig. Immer diese Siedler. Oh Gott, der hängt fest. Der Ernte läuft es ziemlich gut. Naja. Dann hängt er da halt fest. Wie im Arsch wackelt. Was ist, wenn ich ihm ganz dezent, wirklich ganz dezent, die Arme oder die Beine abschieß? Wie im Arsch wackelt. Wiggle. Hoppala, fuck. Nicht den Scheiß nehmen. Obwohl, das Feuerzeug können wir schon mal nehmen. Ist in deinen Händen eh besser aufgehoben. Ja, das sehe ich genauso. Da waren wir noch nicht drin in dem Kasten? What? Ich hätte den vorhin schon fast weggemacht, als wir hier im Baumodus waren und ich den kurz angewählt hatte. Ja. So. Also das erste kleine schöne Stückchen ist hier schon mal am Start. Können wir hier drin vielleicht noch aufräumen? Nee. Hier können wir aufräumen, auch nochmal ein paar Wohnquartiere reinkloppen. Hier oben auch etwas. Das Bett können wir schon mal entfernen. Hoppala.
Das war's. Hier ist, da ist noch ein Bett. Ja, ich mach da unten noch die Betten rein. Vorschlaghammer. Oh, dude. Fucking nice, dude. Direkt hier eins hin. Es sind sogar schon vier Leute hier. Sehr schön, sehr schön. Freut mich, freut mich. Winifred, wo sind die Kinder? Das drehen wir mal. Ah. Gott, ist das heimelig direkt. Ist das heimelig hier? Ach, ist das schön. Hier kann noch einer am Fenster schlafen. Und schon haben wir einfach mal sechs Bettchen am Start. Na, ist schon nass. Kann ich da vorne diesen Ding entfernen, den Container? Die bringen bestimmt viel Stahl, aber es geht nicht. Trockner. Hier sind ganz viele Trockner. Ja. Also zum Glück können wir die gerade mal entfernen. Da, Blutblatt, Blutblatt ist es. Das brauchen wir doch für irgendwas. Ich hab's schon wieder vergessen, für was, aber wir brauchen es. Für Superjet. Voll ist noch mehr Blutblatt. Blüble, Blüble. Das ist kein Blüble. Shit. Ich zähle das hier noch zum Ding dazu, zum Bau. Ja. Dann entfernen wir halt den Scheiß, der hier ist. Machen down die Teerbeeren weg. Ich weiß nicht, ob das so klug. Piper. Wow. Voll gestuckt irgendwo dran. Okay, alles klar. Ja. Dann war es das jetzt. Ich zeige euch noch ganz schnell, wie wir uns jetzt super geil hier von dem Scheiß befreien können. Und dann ist die Folge auch erstmal wieder rum. Und für mich ist dann auch jetzt Schluss. Und dann nehme ich morgen und übermorgen wieder auf. Jetzt habe ich ja zwei Folgen im Petto. Achtet auf die total krasse Verstrahlung. Oh ja. Rückgang der Verstrahlung ist erfolgt. Jetzt gehen wir noch kurz pennen und schon sind wir voll. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.